Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich wurde ganz oft angeschrieben. Ich hatte ein Video gemacht, was muss man in Urlaub mitnehmen? Und da kam das Thema mit der Rettungskarten. Rettungskarten, also diese Rettungskarten-service.de, kannten viele gar nicht. War mich wirklich überrascht, weil ich dachte, dass heute eigentlich viele das haben. Bei uns in der Gegend scheint es ein bisschen normaler zu sein. Macht ja nichts. Und wir werden auf dieses Thema nochmal gezielt einsteigen, weil ich denke, es ist wichtig. Weil hier geht es wirklich darum, dass man Leben retten kann. Und wenn wir nur ein Leben retten jetzt mit dem Video, dann haben wir schon geholfen. Deshalb will ich da mal ganz kurz drauf einsteigen. Und wichtig ist auch, dass man trennen muss zwischen Privatleuten, die es jetzt nutzen müssen, und ein bisschen mehr, wenn wir zu den Feuerwehrleuten sagen. Okay? Alles klar, los geht's. Jetzt die gewonnene Erkenntnis ist, das ist ein Elektroauto, hier gibt es keine Batterie vorne drin. Wie man das sonst gerne im Einsatz macht, dass man sagt, erstmal Batterie abklemmen und damit die Airbags nicht auslösen und so weiter, zur Sicherheit, zur eigenen Sicherheit. Und man geht vor wie immer, hat ein Elektroauto vorgefunden, ist nicht gemerkt und es ist natürlich jetzt alles nicht mehr so, wie es geplant war. Man verliert unnötige Zeit und dem Mensch da drin geht es vielleicht noch schlechter. Ne? Also bei diesem Auto ist es Batterie im Heck, unter der Kofferraum, Bodenabdeckung, ist das große Akkupaket. Ne? Und hier Verbandskasten, Warndreieck, vielleicht noch ein Ladekabel. Gut, auf das Thema, wie man sich richtig verhält, gehen wir jetzt gemeinsam drauf ein. Los geht's. So, Kameraden und Kameraden, jetzt kommen wir mal zu euch und zwar jetzt ein bisschen mehr ins Eingemachte. Rettungskarten. Ist mir wichtig, dass wir das Thema mal ansprechen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Rettungskarten mal zeigen. Auch von dem Elektroauto, was wir gerade gesehen haben, zeige ich euch mal so eine Rettungskarte. Weil es gibt Unterschiede auch bei Elektrofahrzeugen, wo man zum Beispiel den Strom trennt, ne? Den Stromkreis trennt. Bei dem i3 ist zum Beispiel hinten an dem Tankstutzen, wollte ich schon sagen, dass man die Verkleidung rausreißt und dann alles trennen kann. Beim VW oder anderen Fahrzeugen ist es dann so, dass man vorne im Motorraum das orange Kabel knipsen muss, ne, oder ziehen muss und so weiter. Okay, da gibt es verschiedene Lösungen, da muss man sich vielleicht mal mit befassen, auch beim Dienst. Ne? Also das heißt, es braucht nur einer von euch das mal lesen, ausarbeiten und dann die anderen Kameraden abholen. Multiplikator nennt man das. Oder ich mache dazu gerne mal ein Video, wenn ihr das wollt. Kommentiert nochmal bitte drunter, dann würde ich das für euch nochmal komplett aufbereiten. Ist aber ein salziges Thema. So, wie läuft das im Einsatz ab? Im Einsatzfall gibt es die verschiedenen Tablets. Ich werde demnächst noch ein paar Tablets vorstellen, auch von der Firma Dräger und so weiter. Es gibt aber Tablets, die zum einen Einsatzinformationen haben, ne? Was für ein Einsatzort, wo ist der, wenn man Lagepläne hat, wie man da am besten ranfährt in den Einsatz, wo man die Wasserversorgung hat und so weiter. So, und jetzt gibt es noch eine Sache, zum Beispiel diese Rettungskarten. Das heißt, wenn man die Rettungskarte nicht in Papierform hat im Fahrzeug, was ich schade finde. Also normalerweise können diese Privatleute sich darauf vorbereiten und sich eine Rettungskarte für sein Auto passend, da gibt es ja viele Modellabwandlungen, im Auto platzieren. Ihr wisst selber, wo kann ich schneiden, wo kann ich Strom trennen und so weiter. Wo sind die Airbags, gibt es noch weitere Gefahren? Gibt es eine Motorhaubenabsprengung? Das wissen viele auch nicht, dass es das gibt. Die knapsen wunderfröhlich die Motorhaube dran rum und wissen gar nicht, dass da auch zwei Patronen in der Motorhaube drin sind, die für eine Überraschung sorgen können. Deshalb kann man auch, wenn die Rettungskarte nicht im Fahrzeug ist, trotzdem diesen Rettungskartenservice nutzen. Und zwar habe ich so einen Link, da drücke ich dann drauf. Zack. Und man ist beim Rettungskartenservice gelandet. In diesem Rettungskartenservice kann ich unterwegs mir die geeignete Rettungskarte raussuchen, ne? So, das ist erstmal wichtig. Das heißt, wenn ihr sozusagen ein Fahrzeug wisst, das ist da, ein BMW i3 in dem Fall, dann gebt ihr das ein und findet das. Ob das jetzt am Tablet oder am PC ist oder am Handy ist, spielt ja keine Rolle. Dann gibt man das ein, das Modell, sucht es, zack, gefunden, Rettungskarte angucken und glücklich sein. Es gibt zum Beispiel auch so einen Punkt, Rettungskarten raussuchen, nach Hersteller und so weiter. Ne? Also wenn man ein Menü aufklappt, gibt es verschiedene Punkte, dann gibt es so, dass man hier die Rettungskarten nach Automarken oder nach Antriebsart raussuchen kann. So ist man nach Automarken raus. Da sieht man übrigens auch wieder, dass da gleich so eine Info kommt, dass es diese Rettungskartenhalter gibt, ne? Das nur mal so nebenbei. So, und dann BMW i3 Rettungskarte. Finde ich schon relativ einfach. So, und letztendlich hat man dann die gleiche Rettungskarte, wie man sonst vorgefunden hätte im PKW. Das heißt, man hat hier sozusagen die Rettungskarte mit allen gepunkteten, markanten Punkten. Das sehe ich nochmal groß.
Aber auch wichtig, Anleitung, wie man das Fahrzeug gegen Wegrollen sichert, wie man im Parken schaltet, ne, dass es Hochvoltfahrzeuge sind. Also man sieht ja auch, dass man vorne so einen Punkt hat, wenn man die Verkleidung ein Stück hochnimmt, die kann man auch hochreißen, dass man sozusagen einen Trennstecker hat. Oder was ich vorhin sagte, dass der Trennstecker, dass man am Tankdeckel quasi, wo man den Stromkabel reinsteckt, das aufmachen kann und auch trennen kann. Es gibt also mehrere Punkte, wo man in diesem Fahrzeug was beachten soll. Ne? Und die sind immer alles wunderbar beschrieben. Na, also auch das kann man sozusagen nehmen. Aber es dauert natürlich jetzt, Handy ziehen, hat man es mit im Einsatz, manchmal lässt man es auch liegen. Ne? Aber wenn man das natürlich auf dem Tablet nutzen möchte, kann man diesen Rettungskartenservice halt so nutzen und dementsprechend sich die Rettungskarte auch ziehen. Das ist komplett kostenlos und vielleicht auch für einen Dienst mal eine gute Variante, dass man sagt, so, Kamerad 1, was hast du für ein Auto? Aha, Rettungskarte, wusstest du das? Ne? So. Also ich empfehle jedem diesen Link zum Rettungskartenservice.de, ich blende euch den Link hier unten nochmal ein, auf seinen Desktop zu legen. Und ich habe normalerweise immer einen, ich möchte jetzt nicht alle Apps zeigen, um das nicht komplizierter zu machen, aber auch diese ganzen Gefahrentafeln, was das, diese Codes sind oder so, ne? Gefahrstoffkennzeichnung und sowas. Das sind alles so Links, die man sich mal raufpacken kann. Eine Feuerwehrseite machen, wo man dann sozusagen dich hin manövriert und dann eben auf dem Handy und alles hat, was man brauchen kann im Einsatz. Ne? Ich denke, das ist schon wichtig. Vielleicht ein Tipp, eine gute Vorbereitung für euch. Und ich empfehle einfach mal so ein bisschen ein paar Modelle mal durchzugucken und sich auch mit den Rettungskarten vertraut zu machen. Ne? Was man einen erwartet und was man vielleicht vorfinden kann, wenn man eine Rettungskarte zieht. Ich empfehle zum Beispiel auch mal den X5 BMW, guckt euch den mal an, weil das vom Sicherheitsstandard etwas höher ist. Dann sieht man noch mal so ein paar Sachen oder irgendein besseres Mercedes-Modell mal raufklicken. Guckt euch das mal an. Oder Volkswagen ist ganz viel vertreten. Guckt euch mal so ein aktuelles Golf-Modell mal an und achtet mal darauf, stellt euch in der Straße und nehmt mal so die ersten drei Autos, die vorbeifahren und guckt mal, was würdet ihr jetzt für eine Rettungskarte ziehen und was würdet ihr da sehen. Ne? Und es ist halt ganz wichtig, wo sind die Airbags, wie kann man es am besten aufmachen, wo sind Versteifungen im Fahrzeug, also wo soll es auf keinen Fall schneien, weil es einfach länger dauert, das durchzubeißen und so weiter. Ne? Wichtig ist natürlich, wir müssen darauf hinarbeiten, dass immer mehr Leute auch diese Rettungskarten nutzen und sich die im Fahrzeug hinhängen. Ich habe es bei mir im i3 auch und da kann man dann mal sehen, wie schön und einfach das dann ist. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen und bleiben wir mal hoffentlich alle gesund. Bis bald, der Feuerwehr. Klasse.